einmal starten wir mit einer kleinen Zeitreise. 1989, den Älteren unter unseren Zuschauern wird das vielleicht noch was sagen. Das Jahr, in dem die Mauer fiel. Und um den Jüngeren zu zeigen, wie lange das wirklich schon her ist, hier ein Werbebreak aus dem Jahr 1989 vom ZDF. Is everybody happy? Endlich ist es da. We're flying on the wings of tender. Das neue Hitalbum von Superstar David Hasselhoff. Das einzig neue. I've been looking for freedom. David Hasselhoff. Ja, David Hasselhoff, Erfinder der Rettungsschwimmerei und Initialzünder für die Wende. Er glaubt ja wirklich bis heute, dass sein Song I've been looking for freedom entscheidend zur Wiedervereinigung beigetragen hat. Dabei war es tatsächlich Musik, die eine entscheidende Rolle gespielt hat. Es war allerdings Techno. 1989. Mit einem Schlag schien alles möglich. Blumenwiesen ersetzten plötzlich die Mauern in den Köpfen. Schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. Aber fühlt man sich am wiedervereinigsten, wenn die Landschaften blühen oder doch, wenn niemand mehr nach Ost oder West fragt? Klingt nach Hollywood? Nein, nach Berlin 1989. Denn genau hier wurde die Wiedervereinigung wirklich gefeiert, in den leerstehenden Kellern von Ost-Berlin. Die Party begann auf den Trümmern des Kalten Krieges mit Techno in illegalen Clubs. Dann gab es halt unsere kleine Techno-Clique von 150 Leuten. Und in dem Moment, wo die Mauer runterkam, ist das Ding explodiert. Also wir waren plötzlich nicht mehr über ein Wochenende 150, sondern da kamen jedes Wochenende neue dazu. Man hat so allmählich gemerkt, so das, was wir davor gefeiert hatten, war eigentlich so dieser Soundtrack zu diesem Fall der Mauer. Zum ersten Mal feierten Ost- und Westdeutschland zusammen. Die Partyreihe Technozid war der erste Rave überhaupt. Man hat halt zusammen gefeiert, ohne dass da jetzt noch eine Frage war, wer kam aus dem Osten, wer kam aus dem Westen. Was ja halt in anderen Szenen Jahre später noch die Frage war, wo kommst du? Und das hört man, da, eure Musik kommt von da und da. Bei uns war ja unbeschriebenes Blatt. Wir haben ja das zusammen dann erst aufgebaut. Der Berliner Techno-Club war der Tresor. Die Location im Niemandsland des Todesstreifens. Man tanzte neben Gitterstäben und Schließfächern im Tresorraum des im Krieg zerbombten Wertheim-Kaufhauses. Tilman Künzel war einer der Techno-Pioniere bei den wilden Partys in den Wirren der Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung in Berlin, Förderlich Sprengkampf, wurde hier in den Kellern, hier um die Ecke, Mauerstraße, Bunker, Tresor, da kamen sich die Jugend von Ost und West zusammen. Berlin war Abenteuerspielplatz für junge Erwachsene. Da war die Musik, diese neue, krasse, schwere Musik und dann dieses ganze Feeling, dieses Ambiente und dieses Entdecken und die Neugier. Häuser wurden besetzt, in Ruinen hinuntergestiegen, die 50 Jahre lang kein Mensch betreten hatte. Und dann gab es auf einmal diese ganzen leerstehenden Gebäude und die konnte man jetzt tatsächlich so in Besitz nehmen, ohne dass es irgendjemand interessiert hätte. Ämter, Polizei, das war völlig, völlig irrelevant für die. Dann stand ein Volkspolizist gegenüber auf der Straße vom damals noch beim Tresor der Stadt gegenüber. Die jungen Menschen kamen da rein und so dampfte da irgendwie aus dem Keller. Aber dem war das völlig Schnurz. Also heute wäre es was ganz anderes. Im April 2005 wird der alte Tresor abgerissen. Anstelle eines der bekanntesten Techno-Clubs der Welt entsteht ein Geschäftshaus. Seit 2007 hat der Tresor seine neuen Räume in einem ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte. Die alten Schließfächer und Gitterstangen haben die Betreiber mitgenommen. Die meisten der Clubs im alten Grenzgebiet sind heute Ruinen. Das Planet ist 1993 in eine größere Location umgezogen. Nach dem UFO gab es das Planet und das war der erste Club, der etwas größer war, wo sie Ost und West hier trafen, hier auf dem Hof. Hier waren ausufernde Partys waren hier. Viele Ostdeutsche kamen ins Planet und feierten ihre neue Freiheit. Grenzen gab es keine mehr und alles schien möglich. Es war, als hätten Ossis und Wessis nur darauf gewartet, endlich gemeinsam die Sau rauslassen zu können. Und das taten sie. Wir haben im Prinzip die Wiedervereinigung in den Kellern von Berlin gefeiert. Wir waren wie auf einer Mission. Wir hatten das Gefühl, wir machen jetzt was Revolutionäres, was irgendwie die ganze Welt vorantreiben würde. 1989 hat Berlin Geschichte geschrieben und ein kleines Kapitel davon in den Techno-Kellern der Metropole. Auch wenn heute kaum noch einer davon spricht. Wir kommen